Hallo. Zeit für ein neues Update. Sind schon wieder ein paar Tage rum und ich habe diesmal nicht für jeden Tag, für jedes bisschen, was ich gemacht habe, gleich ein Update gemacht, weil es waren teilweise mal 2 Stunden und so weiter. Das muss doch nicht sein, dass ich jedes Ding einzeln hier. Naja, ihr wisst schon. So. Aber jetzt kriegt ihr das zu sehen, was ihr sehen wollt. So. Das ist das Erste, was es Neues gibt. Ich habe die Rückwand. Das ist die äußere Schicht. Die wird hier schräg geschnitten. Der andere Teil, der innere Teil, der wird da drüber lappen. War das richtig? Nein, wird er nicht. Doch, er wird hier ein bisschen drüber lappen, bis hier ungefähr. Das heißt, der wird dann da innen reinklappen, aber das macht ja nichts. Hier werde ich abschneiden und Scharnier anbringen. Hier runter, das wird dann die Türe. Hier ist ein Fenster geplant. Unten bleibt ein Steg stehen, kann man es sehen? Naja, egal. Da unten bleibt ein Steg stehen. Das gibt dann bei der Montage noch ein bisschen Stabilität. Und ich habe ja da unten Streben, die dann, also vom Hängerrahmen, na, ihr wisst schon. So. Nächster Teil, Moment. So, nächster Teil. Türe, Innenteil. Hier steht auch dran. Innen, innen. Also innere Türe, Innenseite. Und der Rahmen dazu. Geplant ist Folgendes, das Ganze zusammenbauen und diese Leiste hier soll dann quasi die Kunststoffplatten vor der Beschädigung schützen, wenn man dort sitzt. Die werde ich also dann aufsetzen, festschrauben. Und da drauf habe ich vor, nochmal so ein. Na, nicht kaputt machen, das wäre jetzt schade. Danach, da drauf werde ich nochmal hier ein Vierkant draufsetzen, damit mir Sachen, die da drinnen liegen beim Fahren, nicht rausfallen wollen und gegen die Türe drücken, unnötigerweise. Irgendwas in der Art. Also ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das am Ende lösen werde. So, das mit der Türe war Arbeit gestern. Was habe ich jetzt heute gemacht? Ha, Leute, ich sag euch, das war jetzt eine echte Aktion. Es steht drauf, der erste Teil, der vordere Teil des Tunnels, steht drauf. Verschraubt, zusätzlich mit Klebedichtmasse verklebt. Aber ich sag euch, es ist eine Hammerarbeit, das im Alleingang darauf zu arbeiten. Blöde ist, also hier haben die Verbinder mit den Winkeln unten haben soweit gut funktioniert. Nur beim Auftragen des Klebers auf dieser Seite ist mir der leider ausgerissen. Das ist Kacke. Die Folge davon ist, dass mir hier 3 mm fehlen. Ich hätte hier eigentlich noch 3 mm weiter hinten gemusst. Aber ja, gut, weil es hat vorher eigentlich alles gut ausgesehen. Hat gut ausgesehen, ja. Schön symmetrisch. Da drüben habe ich wirklich, hier habe ich exakt 62 cm bis zur Kante. Und hier habe ich 3 mm mehr. Weniger, Entschuldigung. 67, 61,7. Ja, berechnen ist jetzt heute nicht mehr so meine Stärke. So. Was ich euch Wichtiges noch mitteilen möchte, ist, wenn ihr so ein Teil baut, ja, diese Platten haben, wenn sie vom Werk kommen, an dieser Kante sind die rund. Ja, die sind abgerundet, weil die Außen- und die Innenfolie dort ineinander gehen. Tut euch den Gefallen, wenn ihr sowas baut, macht diese Kante vorher weg. Hier habe ich sie jetzt, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, hier kann man es jetzt kann man es, glaube ich, sehen. Ich habe sie hier weggemacht. Moment, ich suche mal ein Stück, wo man es noch sieht. Die Kante. Nein, hier ist keine. Hier auch nicht. Na, hier habe ich jetzt eine große. Das ist jetzt eine große Platte. Ein Zentimeter Platte. Na komm, stell scharf. Ach Mensch, du bist doch blöde.
Ja, hier. Ah, jetzt war doch gerade schon wieder der blöde Telefonspeicher voll. Video abgebrochen. So, also, ihr seht hier, so sieht nun mal die Kante aus. Und jetzt ein ganz, 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 ganz dringender Tipp. Diese Rundung am Ende entfernt sie, wenn ihr die Platten aneinander fügen wollt. Ja? Denn hier vorne hatte ich das nicht entfernt, das Zeug. Und die Folge war, dass ich das nicht auf Stoß bekommen habe. Ums Verrecken ging das nicht auf Stoß zu kriegen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe, man sieht es, von innen her ein Stück Material dagegen gesetzt. Da sieht man es. Und habe es mit Karosseriedichtklebemasse ordentlich eingeschmiert und habe es dann schön sauber mit Kabelbindern mit den Platten vernäht. Jetzt stehen die Platten sauber auf Stoß. Wunderbar, ja. Das wäre anders wahrscheinlich besser gegangen. Das nur als Tipp. Diese Kanten müssen weg. Das Einzige ist, ganz hinten dann, ja, hier hinten, wo es dann überstehen wird, da darf die Kante ruhig dranbleiben, weil das sieht dann ganz hinten besser aus. Aber da hinten wird ja dann ohnehin, wird ja hier hinten anders gearbeitet. Wenn der Tunnel hier hinten drauf kommt, dann kriegt ja der Tunnel, da kommt vorher hier die Rückwand dran und dann bekommt der Tunnel ein, also wenn der von vorne kommt, so ein Z da reingefaltet, ja, um ihn dort zu verstärken und um ein Widerlager für die Rückwand zu bekommen, wo man die Rückwand gegenziehen kann. Deswegen da hinten die ganz, ganz, ganz hinten die Kante, die könnt ihr dran lassen. Aber hier habe ich jetzt auch die Kante heute mit der Hobelmaschine habe ich so runtergenommen. Das ging ganz gut. Ich habe nur sehr wenig, kann man sehen, ich habe ein ganz klein bisschen, ist sie wellig, aber die Original, also Original wäre das Ding auch nicht so ganz toll. Und es ist eh wurscht. Ich muss das Ding hier sowieso, dadurch, dass es jetzt krumm ist. Ja, das wird sowieso noch ein bisschen interessant, aber das wird auch klappen. Das Schlimmste, glaube ich, bilde ich mir ein, ist erledigt. Ja. So, der Arbeitsscheinwerfer blinkt schon. Er will nicht mehr, sagt er. Er hat keine Lust mehr. So, ja, was steht als nächstes an? Ich habe jetzt für die Türe eine Scheibe bestellt. Ich hatte eigentlich vor, ich zeige euch das. Hier schaut es aus. Ihr dürft jetzt nicht so genau hingucken. Das ist alles hier ziemlich ein Dauerprovisorium mit der Garage. Hier habe ich, das ist von einem alten Schallplattenspieler, vom Plattenspieler von einem alten, von einer alten Haube, die übrig war. Problem ist, 3 mm Stärke. Das muss echt nicht sein. Ja? Ist echt nicht nötig, weil das ist ja zwischen die zwei Platten eingeklemmt. Und dann ist es so, wenn ich hier 3 mm einklemme, das kriege ich ja kaum wieder verspannt, dass das wieder glatt wird. So, was habe ich gemacht? Jetzt hatte ich sowas hier noch rumliegen. Hatte ich darüber nachgedacht. Finde ich, sieht aber doof aus mit den Streifen drauf. Und diese Streifen, ich kriege sie nicht raus. Weil, ich weiß es nicht, es ist rau. Es ist rau an der Stelle. Ich glaube, die haben diese Streifen irgendwie, was weiß ich, mit Sandstrahlen oder sonst was in den Kunststoff eingebracht. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, es ist auch egal. Ich habe mir jetzt in 1 mm Stärke solches Material habe ich mir heute noch bestellt. Und wenn das ankommt, kann ich mit der Türe weitermachen. Beziehungsweise, nein, es ist nicht ganz richtig. Ich kann eigentlich die andere schon zuschneiden. Und, naja, nein, ich warte, bis das Teil kommt. Ja, also bis dahin wird es jetzt ein bisschen Pause geben. Das ist auch ganz okay. Gut, was ich jetzt natürlich angehen kann, jetzt wo das Ding drauf ist, kann ich angehen, tada, die Lüftung da oben aufzubauen.
Muss ich schauen. Muss ich alles der Reihe nach sehen. So. Hier muss noch ein Stück. Hier kommt noch ein Stück Platte drauf quer. Von der 4 mm. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin selber gespannt, wie ein Flitzebogen klappt mir das. Ich bin wirklich gespannt. Jo. So, das war es erst einmal für heute wieder. Ich wünsche euch was.